Jules hat ein neues Video gemacht. Jetzt betreten wir die Cancel Culture, Freunde. Für die Leute, die Jules boykottieren, jetzt ist es an der Zeit auszuschalten. Das Video heißt In den Tiefen des Meeres. 400.000 Aufrufe nach 5 Stunden. Das ist eine Menge, Alter. Das ist eine Menge. Irgendwann öffnet man das erste Mal in seinem Leben seine Augen, tritt durch das riesige Loch dieser Welt und wird geboren. Man macht seine ersten Schritte, besucht den Kindergarten, sieht die Natur, die Städte und findet... Guck mal, es hat fucking... Seine ersten Schritte, besucht den... Es hat 15 Sekunden gedauert, bis das erste rechtsextremistische Dog Whistle gezeigt wird. Lass nicht gucken, Karl, wurde laut Rapdog auch bei Harkon geguckt. Ja gut, dann lassen wir das, ne? Im Kindergarten sieht die Natur, die Städte und findet heraus, wie unfassbar riesig und vielseitig die verschiedenen Orte unseres Planeten sind. Und je älter man wird, desto eher wird man mit den drei heiligen Gesetzen dieser Welt Ey, darf ich die Zuschauer und Anhänger der Roten Sonne darum bitten, nicht in anderen Streams sowas zu schreiben wie, das haben wir schon bei Karl geguckt, bitte macht das nicht, das ist mega peinlich. Wenn ich das irgendwo lese, schäme ich mich immer für euch. Ja. Konfrontiert. Erstens, begib dich niemals in eine enge und tiefe Höhle, du wirst sehr wahrscheinlich stecken bleiben. Yes, don't fart. Das ist so ziemlich most scary für mich, ne? Nicht nur, weil ich dick bin. Klar, irgendwelche Kristalle und Stalaktiten sehen sicher wunderbar auf dem Instagram-Profil aus, aber alles, was einen Eingang kleiner als Faustregel 6 Joghurtdosen hat, ist absolute No-Go-Zone. What are you doing? Me? Just hanging around. Du willst jemanden aus einer Höhle retten? Du musst erst einmal vorbei am Feuerloch der Verdammnis, dem Pfad, wo du deinen rechten Arm opfern musst. Den Raum, in dem dir ein Troll 3 Quizfragen stellt. Den Gang mit den 30 tödlichen Indiana Jones Fallen, die von der Decke hängen, bevor du jemanden halb tot kopfüber in einem Loch auffindest. Nur schlimmer in Kombi mit Tauchen. Ja gut, dann hört's halt komplett auf. Ne? Also dann ist halt, also da muss ich auch wirklich an der Stelle muss ich sagen, wenn du solche engen Dinge, die mit solche engen Tunnel mit Wasser gefüllt durchtauchen möchtest, ey, dann hau dir doch einfach einen Stein auf den Kopf. Ne? Das geht schneller. Das, also wirklich. Ja. Es kommt alles zusammen. Zweitens, begib dich niemals an die obersten 5% der Erdoberfläche. Enge, feuchte Dinge, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, Jarolin, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir auch den Ungefickten in der Runde. Ne? Aber hier sind auch die Ungefickten. Hier sind auch die Ungefickten willkommen. Ne? Herzlich willkommen, Ungefickter. Gibt ja die Unbefleckten, ne? Bei Game of Thrones. Ich habe die Ungefickten. Die können nicht so gut kämpfen, aber dafür können die genauso wenig ficken. Und haben auch genauso wenig gefickt. Ne? Ungefickt und trotzdem da, Basisarbeit, Social Media. Super Luigi. Es gibt einen Grund, warum dir auf dem Weg zum höchsten Ort der Welt rutschende Leichen entgegenkommen. Du willst auf dem Mount Everest? Hier, bitteschön, genau dafür wurden Kameras erfunden. Wie bitte? Das ist nicht das Gleiche? Dafür sind wir noch am Leben und diese Liste von Leuten nicht. Hey Brian, Lust auf einen Eiskotz? Und am allerwichtigsten, begib dich niemals, unter keinen Umständen, in die tiefsten Gegenden des Meeres. Wir alle wissen doch schon bereits, was Wasser ist, also warum sollten wir noch tiefer forschen? Was soll da schon bei rumkommen? Wasser 2? Alles, was lecker ist, haben wir bereits gefunden. Ein Schrimp, eine Krabbe, lecker, Thunfisch. Außerdem sind 94 fucking Prozent des ganzen Meeres auf dieser Welt noch unerforschtes Gebiet für uns Menschen, weil an den Großteil kein Licht kommt und der deswegen eiskalt, extrem druckbelastet und gleichzeitig stockdunkel ist. Und Rito, wenn Yum dunkel ist. Rito, wenn es Yum-Yum-Nudeln gibt. Und in exakt diesem Unterwasserbereich, der für Besucher genau so aussieht, Tiere leben. Wie zum Beispiel ein Fisch, der 2 leuchtende Eier als Gehirn hat und dich lustig anstarrt. Der hier sieht auch einer der most underrated Tweets von Rito in der Geschichte von Twitter wahrscheinlich. Dieses GIF, was du gepostet hast mit dem Tag, der Tagline POV, was meine Yum-Yum-Nudeln morgens um 4 Uhr sehen. Ich hab so laut gelacht. Sieht aus wie ein Pokémon. Warum bist du so traurig? Warum bist du so hässlich? Warum bist du so aggressiv?
Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wurde Fußballfisch getauft. Tentakelmonster. Riesententakelmonster. Glaubt ihr an Tentakelmonster? Glaubt ihr an solche riesigen, Kraken? Ich auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall an so riesige Tentakelmonster. Voll, Alter. Ich bin ja sowieso sehr verschwörungstheoretisch interessiert. Und da mir die Verschwörungstheorien genommen worden sind von den ganzen Quertrotteln, bin ich jetzt mittlerweile auf dem Level, dass ich mir Megalodon-Reportagen angucke und immer noch der Meinung bin, dass es einen 35 Meter großen Hai gibt, der irgendwo da draußen unterwegs ist. Ich glaube, Fische sind Drohnen, um es auszuspionieren. Ich auch. Monster, Riesententakelmonster. Kannst auflösen, dass das wieder nur ungefickten Bait war, haben sich schon alle geoutet, Karl. Giga-Tentakelmonster. Du hast leicht reden, du hast ein Kind, Chris, weißt du? Dir kann man nicht mehr vorwerfen. Du hast auf jeden Fall, du hast nachgewiesen schon gefickt. Du. The deepest seas have been off limits for a good fucking reason. Elden Ring Endboss-Gegner, gegen den du nicht im 1 gegen 1 antreten willst. Ein Computer-Gaming-Setup, wenn es ein Unterwassertier wäre. Es gibt riesige Kraken, die kämpfen regelmäßig gegen Wale. Alter, Kraken gegen Wale kämpfen ist halt auch so ein... Also, das ist ja mega krass, ey. Das ist ja mega krass. Dieser Fisch sieht so aus, als hätte er überhaupt keine Lust, morgen zur Arbeit zu gehen. Was that a flying fish? Ich glaube auch nicht, dass wir damals, als wir noch hässliche Fische waren, aus dem Meer gekrochen sind, um uns weiterzuentwickeln, sondern weil wir fucking Angst vor dem hatten, was da unten noch so rumschwimmt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Doch wenigstens bist du dort unten. Fische, Haifische habe ich mal eine Reportage drüber gesehen, da muss man keine Angst vor haben. Die muss man einfach auf die Nase tippen, wenn die einen angreifen wollen. Ne? Bin ich auch darauf vorbereitet im Kampf gegen Haifische. Wenn da mal was passiert, wenn mich mal ein Haifisch angreift, keine Sorgen. Einfach auf die Nase vorne tippen und so wegschieben. Ganz easy. Das stelle ich mir ganz einfach vor, wenn da so ein 8 Meter weißer Hai kommt. Sicher vor Menschen. Das ist wohl einer der wenigen Vorteile, die... Was war das? Wir haben mitbekommen, dass du deine Steuern nicht gezahlt hast. Steuern hinterziehen ist eine Straftat. Außerdem random Wasserexplosionen. Riesige Löcher, die dich einsaugen können und dich daraufhin zu einem Teil von Atlantis machen. Unter Wasser tauchen in Höhlen rein. Da würden mich keine 20 Pferde hinkriegen. Das aber vor allem, weil der Höhleneingang 3 cm groß ist. Immer noch nicht überzeugt? Okay. Es gab 1997 einen Sound mit dem Namen Bloop, der von Navy und... Das ist kein gutes Video, ne? Grundsätzlich ist ja der Plan, 2024 mehr Milliardäre in so Tauchexpeditionen reinzubekommen, ne? Also das, da muss ich sagen, das war ja das Antikapitalistischste, was die letzten 50 Jahre passiert ist. Diese Tauchexpedition mit dem PlayStation-Controller. Mega geil. Mega geil. Wobei, jetzt müsste ich eigentlich noch Prunky fragen, ob die Trauerphase für gestorbene Milliardäre schon rum ist. Oder ob wir immer noch trauern. Und das Antifa-Fahrrad halt. Es werden keine Witze gemacht über tote Bassisten. Der hat nur ein bisschen geprobt in der Garage. Unter Wassermikrofonen aufgenommen wurde. Dieser Sound war einmalig in einem Radius von 5000 Kilometern des Ursprungsortes zu hören. Heißt, du hättest ihn beim Schnorcheln in Frankreich gehört, wenn der Originalstandort in den Buchten von New York gewesen wäre. Das Problem ist, das Audioprofil weiß... Mit solchen Dingern kriegt man mich übrigens echt, ne? Weil ich verstehe das nicht. Und wenn mir irgendwelche Leute erzählen, dass das ein riesiges Monster ist, dann glaube ich das, weil ich nicht weiß, was das ist. Das Problem ist, das Audioprofil weist deutlich auf ein Meerestier hin. Allerdings gibt es noch kein entdecktes Tier, was ein anatomisches Profil für ein fucking 5000 Kilometer weites Geräusch hat. Ja, das... Damit kriegst du mich, ne? Wenn du mir sowas erzählst, dann kannst du mir alles erzählen, wirklich. Glaube ich auch alles. Und so wurde die Erklärung... Ich glaube nichts, bevor ich es nicht selber gesehen habe. Du hast eben 20 Minuten gegen den Öffentlich-Rechtlichen gesprochen und dazu aufgerufen, dass mehr Bücher gelesen werden sollten. Du hast wirklich schon einiges getan, um den Trottel des Tagesstempels zu bekommen. Also es reicht jetzt auch langsam. Es ist auch wirklich an der... Du kannst aufhören. Das wird auch heute, wird dir den Titel niemand mehr abnehmen. Ne?
vom Bloop-Monster geboren. Was? Es sei denn, wir sprechen noch über Vermögensverteilung und Zinund oder Arius melden sich zu Wort. Das kann auch sein. Ungefähr so aussehen müsste, um dieses Geräusch irgendwie produzieren zu können. Ja, guck dir das mal an, Alter. Ich glaube auf jeden Fall dran, dass es sowas gibt. Viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal tauchen geht. Den Bloopfisch übrigens nicht zu verwechseln mit dem Blobfisch. Der Fisch, der oft als das hässlichste Wassertier unseres Planeten ist. Mega cooler Atze, ne? Zeichnet wird. Der ist so links, ich schwör. Naja, auf jeden Fall ist es somit nachvollziehbar, dass sich viele Leute denken, unter Wasser tauchen? Nope. Doch diese Regel gilt längst nicht für alle Menschen auf dieser Welt. Das hier ist der Unternehmer und Businessman Stockton Rush. In Fachkreisen wird der... Es wird Jules geguckt, das überrascht mich jetzt. Okay, warte, was? Wir machen es so, weil du der Erste bist, der sich eingeschissen hat. Deswegen kriegst du jetzt 5 Minuten, um meinen Stream über Jules aufzuklären, der listige Elch. Komm sofort in den Discord und du kannst jetzt 3.500 Leute über die gefährlichen, transfeindlichen Aussagen dieses Rechtsextremisten aufklären. Ist deine Bühne oder hast du nur große Fresse? Ne? Ich habe nur darauf gewartet, dass der Erste kommt und sich einscheißt. We waiting. Überzeug mich, dann höre ich sofort. Wo Frauen auch dran schuld sind, aber die Frage ist halt so, wie viel Prozent, das ist doch total der kleine Teil, finde ich jetzt nicht so cool, aber gut. Du sollst in den Discord kommen und mir erklären, warum das jetzt ein Grund sein sollte, warum der bis aufs Lebensende gecancelt gehört. Ich meine, er ist ein dämlicher Trottel. Ein dämlicher Trottel, der viel zu schnell an zu viel Reichweite gekommen ist und der in seinem unaufgeklärten Dasein schon einige ziemlich beschissene Dinge von sich gegeben hat. Aber er ist nicht Adolf Hitler. Ne? Das sind so Empörungstouristen. So Wichser, denen es nicht darum geht, den Planeten besser zu machen. Wichser, denen es nicht darum geht, tatsächlich ideologisch irgendwas nach vorne zu bringen. Sondern Leute, die einfach mit dem Finger auf etwas zeigen wollen und sagen wollen, na guck mal, jetzt darf man das nicht mehr. Das ist der Grund, warum wir so fucking uncool sind. Der Grund, warum wir so fucking uncoole sind, weil wir einfach nur damit zufrieden sind, wenn wir es verbannen. Wenn wir es verbannen, ist es in Ordnung. Aber damit lösen wir keine fucking Probleme. Es gibt Leute, die muss man aus dem Diskurs ausschließen. Dazu gehört Jules nicht dazu. Und solange jemand noch Teil des Diskurses sein sollte, finde ich auch vollkommen in Ordnung, die Videos zu gucken. Ne? Der Elon Musk der Tiefsee genannt. Doch lässt sich diese Beschreibung heutzutage positiv als auch negativ auslegen. Glauben Sie, dass ich Elon Musk bin? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen Ende eines langen Elon Musks in einem edlen Elon Musk. Sein Leben verbrachte er damit, verschiedene Dinge zusammenzubauen, zu konzipieren und sich als Ingenieur in die aufregende Welt des Fortschrittes zu stürzen. Er war ein Mann, der gerne etwas tiefer in die Themen eintauchte. Und so fand er mit den Jahren seine Begeisterung für die Unterwasserwelt. Und Stockton hatte einen großen Traum. Mit den 94% der Tiefsee, die uns Menschen noch verwehrt bleiben, wollte er als erster Mensch die Reise in die Tiefen des Meeres zur Tourismusattraktion machen. Ja, bitte, mach das. Tourismusaktion für Milliardäre will ich das haben. Ich will solche Unterwasserfahrten nur für Milliardäre ermöglichen. There is no private access to the deep ocean. And yet there's all this life to be discovered. The future of mankind, I like to say, is underwater. Und was braucht man dafür? Richtig. Ich glaube, die Zukunft der Milliardäre auf diesem Planeten ist auf jeden Fall unter Wasser. U-Boote und massive Eier, holy shit. Nun, Stockton Rush hat zuvor schon Flugzeuge gebaut. Ein U-Boot wird bautechnisch schon nicht allzu weit entfernt sein. Und so gründete er 2009 die Firma Ocean Gate, mit welcher er ab sofort die ersten Touristen für ein wenig Geld auf spannende und nervenkitzelnde Unterwasserreisen begleiten sollte. No fucking way würde ich mir das reinziehen, ne? Ihr müsst euch überlegen, das war in den 90er Jahren schon eine beschissene Idee. Aber wie beschissen ist die Idee eigentlich 2024, wo ich mich einfach mit Minotsch ins Discord hängen kann und mir die Kacke in 4K angucken? For fucking real, wer kommt denn auf die dumme Idee, tatsächlich mit so einem U-Boot unter Wasser zu gehen? Das ist doch blöd. Touristen wie zum Beispiel Macklemore. Now we're... so-
Macklemore, Alter. Merch. Ist einfach total cool, Mann. Bin gerade unter Wasser, Holmes. And dreams become a reality. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? No. Der für eine PR-Aktion sich mit Stockton Rush ein paar Haie anschauen durfte. Ja. Und ich meine, Haie angucken ist cool, aber das kann man auch ohne ein... help me, I'm under the water. U-Boot. Er wollte mehr. Er wollte in Zukunft Unterwasserbasen bauen, wie man sie bisher nur aus Filmen und Spielen kannte. What the fuck? Kilometertiefe Tauchgänge, um die Geheimnisse der Tiefsee zu erforschen. Ocean Gate als Firma sollte herausstechen. Stockton Rush wollte alles. Stockton Rush wollte tiefer. Der Traum eines jeden Mannes. Ja, ja. Das Wrack der RMS Titanic. Das legendäre Schiff, welches vor genau 111 Jahren mit Leonardo DiCaprio an Bord gegen einen Eisberg rammte. Ich muss einen kurzen Vorschlag an Jules meinerseits. Jetzt auch noch Clips aus Harry Potter einbauen. Vielleicht hatte der listige Elch recht. Vielleicht handelt es sich hier um Heinrich Himmler, ne? Genau 111 Jahren mit Leonardo DiCaprio an Bord gegen einen Eisberg rammte und seitdem Kilometer weit unten auf dem... Nehmt den Reichen ihr Eigentum weg. Oder gebt ihnen ein U-Boot. Vielleicht sollten wir dieses Eat the Rich, das versuchen wir ja schon seit Hunderten von Jahren, ne? Vielleicht ist einfach Zeit, dass wir reiche Menschen beschenken mit U-Booten, ne? Vielen Dank, nee, die große rote Sonne O7. Es hat Jahre gedauert. Habt ihr diesen Typen gesehen, der da gab es so einen Elektromarkt, der den Controller von dem U-Boot in einem Two-Pack-Bundle angeboten hat mit so einem Tauchspiel. Wie hieß das nochmal? Wie heißt nochmal dieses Schauspiel? Dieses Tauchspiel? Subnautica. Da hast du diesen Logitech-Controller mit Subnautica im Bundle kaufen können. Ich habe mich eingeschissen vor Lachen, ey. Es war mega witzig. Das zu finden und die... Außer natürlich sind Menschen gestorben. Es tut mir sehr leid, da sind Menschen gestorben. Das ist wirklich, was ich da auch schon wieder erzähle. Also was ich da auch schon wieder... Ist das etwa ein Witz für dich, Karl? Da sind Menschen gestorben. Entschuldigung. Möchte um Entschuldigung bitten. Die meisten Menschen werden es wahrscheinlich niemals mit ihren eigenen Augen... Submerge the Rich ist, glaube ich, so das Neueste. Ich glaube, meine Partei geht in Richtung, wir gehen weg von Eat the Rich hin zu Submerge the Rich. Ne? Ermöglicht Luxusurlaub unter Wasser für reiche Menschen. Das ist, glaube ich, mein Neuer. Das ist ja auch viel schnittiger als Eat the Rich. Eat the Rich ist ja langweilig. Die meisten hier sind ja eh vegan. Ne? Was heißt denn Eat the Rich? Eat the Rich ist auch wieder. Darf ich mir von radikal gewaltlos anhören? Nee. Erblicken können. Wenn man genau zuhört, hört man das alte Klavier noch klimpern. Die Schiffskapelle, die bis zum Ende... Feed the Ocean. Feed the Ocean. ...spielte und seitdem als Geister... BSW statt Die Linke. Ja, wenn man ein Idiot ist, kann man das machen, ja. ...um das Wrack der Titanic herumschwirrt. Auf dem sandigen Boden die Artefakte von einem Ereignis, welches sich vor mehr als einem Jahrhundert abspielte. Und neben einer Kollektion von alten Tellern ein wertvolles Gemälde vom Eisberg und der Titanic selber. Du Labersack, lebst auf Spenden im Ausland und laberst so einen Kack. Ja, richtig, das ist sehr richtig. Mit sehr vielen Spenden. Also ich möchte dir wirklich an der Stelle nochmal ausdrücklich sagen, das, was ich hier an Spenden bekomme, ist wirklich sehr viel mehr, als du zur Verfügung hast. Ne? Also wirklich sehr viel mehr. Wir sprechen hier wirklich von sehr viel mehr. Ne? So. Und jetzt kommt das Größte. Die Leute hören mir auch zu, wenn ich rede. Mega geil. Sagst du, komm Discord. Sweet. Komm Discord, machen wir privaten Call. Yep. Ne? Und dann zeigen wir Schwanz und Kontostand. Aber Firmenkontostand, okay? Romantisch. Stockton Rush wollte für einen Betrag von satten $250,000 Touristen auf eine U-Boot-Fahrt zu dem spannenden Wrack der Titanic begleiten und die Zeit lief ihm davon, denn jeden Tag wird das Wrack von einer Art Bakterium aufgegessen und verliert somit immer mehr an Form. Das Wrack liegt auf einer Tiefe von ca. Und ich scheiß auf alles! Gelapersack lebst im Ausland auf Spenden und laberst Zankack. Wie Kontostand? Ich dachte, du bist Kommunist. Ich sorge für Sozialismus für alle. Und da bin ich erstmal außen vor. Ich bin reich und ich scheiß auf alles.
Jede Lappersack. In meinem Kommunismus sind alle Menschen gleich. Und ich bin ein bisschen gleicher. Ne? Ca. 12 Eiffeltürmen, 64 Fußballfeldern oder... Du hast dein Konto? Es ist unser Konto. Hallo an alle, wollte den großen Steuermann auch endlich mal live verehren und hab's zu Twitch geschafft. Weiß nicht, wie du das... Das ist auch eine sehr gute erste Nachricht, finde ich. An der Stelle eine sehr gute erste Nachricht. Was bin ich eigentlich für ein Sack? Und ja, es ist wahr, ich werde die ersten Gelder für eine Villa für mich ausgeben, weil ich muss ja dann auch wieder in Deutschland leben. Ich muss ja dann auch irgendwie wieder nach Deutschland und man hat dann auch einen gewissen Lebensstandard, den man dann auch aufrechterhalten muss. Ja? Was ist denn das für ein Eindruck? Wieso? Guck mal, ihr dürft ja auch nicht vergessen, man muss sich ja auch dem Ausland präsentieren. Was ist denn das für ein Scheiß? Wir können ja international gar nicht konkurrieren und die Leute davon überzeugen, uns nachzukommen in der internationalen sozialistischen Revolte, wenn wir unseren großen Steuermann im eigenen Land nicht bestmöglich darstellen. Ne? Schloss Bellevue wäre doch okay. Schloss Bellevue wird sofort zu einem Parkplatz gemacht, Alter. Was ist denn das für ein Quatsch, Alter? Schloss Bellevue. Die Stelle von Schloss Bellevue ist in Ordnung. Aber ich hatte sowieso vor, mein Schloss, also das Regierungsviertel nach Karl-Marx-Stadt zu verlegen. Ne? Das wären so die beiden Dinge, die ich mache. Drei Sachen, die ich sofort mache. Eine Tierhaltung verbieten, Chemnitz umbenennen und dann dahin ziehen. Das wäre so die Abfolge. 9,3 World Trade Center. Autonomes Zentrum Bellevue. Autonomes Zentrum. Ihr könnt von mir aus so viele autonome Zentren machen, wie ihr wollt, aber die wird halt die Rote Armee komplett niederschlagen. Du lebst von Spenden? Ich bin schockiert. Das ist mir ja bums egal, eure autonomen Zentren. Die werden komplett platt gemacht. Sorry, und so werkelte der Meisteringenieur zusammen mit Stalinist. Seiner Crew an mehreren. Ja, blöd, ich will doch nicht Stalin vorne haben, ich will mich vorne haben. Ja, komplett blöd. Außerdem mieft der doch Stalin, oder? Er stinkt doch. U-Booten. Kaliningrad, ja. Welche den tiefen Druck. Nochmal zurück, nochmal zurück. Gar nicht gesehen. Also, hallo, Ruhe jetzt. Rief ihm davon, denn jeden Tag wird das Wrack von einer Art Bakterium aufgegessen und verliert somit immer mehr an Form. The Titanic will melt away and be gone in 20 years. Das Wrack liegt auf einer Tiefe von ca. 12 Eiffeltürmen, 64 Fußballfeldern oder 9,3 World Trade Centern. Sorry, und so... Ach so, Rito, jetzt hab ich verstanden. Weißt du, Jules und Rito sich über unschuldiges amerikanisches Leben lustig machen. So werkelte der Meisteringenieur zusammen mit seiner Crew an mehreren U-Booten, welche den tiefen Druck von fast 4000 Metern aushalten sollten, um damit zahlreiche Interessierte zur Titanic zu befördern. Ja, herzlich willkommen diese Woche zur neuen Episode von Frontschiss. Meine Gäste werden gleich vorgestellt. Heute sprechen wir über das inakzeptable Verhalten von Rito Stream auf Twitter. Nachdem die meisten davon sich als nicht wirklich funktionsfähig für eine Reise zur fucking Titanic erwiesen, konstruierte er dann das bautechnische Meisterwerk, die Ocean Gate Titan, the Queen of the Fleet, welche dann 2021 schließlich eingeweiht wurde. Welcome. Ist das eigentlich auch der Typ, der die Milliardäre in Ruin geschippt hat? Ist der das? Ist das der Held? Es ist. Oh Gott. And that will open up 50% of the planet. Und wie man erkennen kann, es klappte hervorragend. Ganze 90 Mal sollte sich die Titan mit einer Crew auf einer Reise zum Wrack der Titan. Hat er dann Dosenbier? Ganze 90 Mal sollte sich die Titan mit einer. Hat ein verficktes Dosenbier in seiner Brusttasche. Crew auf einer Reise zum Wrack der Titanic. Der ist doch mitgestorben, oder? Ist der mitgestorben? Also wenn der mitgestorben ist, dann würde ich ihn ganz gerne laminieren wie Lenin. Ja, da... Kommen wir da irgendwie dran? Begeben. Der Ablauf läuft wie folgt. Man steigt... Der ist Suppe. Ach, scheiße. Gibt's doch bestimmt die Möglichkeit, den aus Wachs wieder irgendwie zusammenzueiern, oder? Mit einer maximal fünfköpfigen Crew in das U-Boot, an dem Gewichte dran sind, und taucht 2,5 Stunden lang zur spannenden Todesstätte von mehr als 1500 Leuten. Dann schwimmt man ein paar Stunden rum. Juhu, hier ein cooles Wrack, hier ein cooler Becher, hier die Knochen von Leonardo DiCaprio. Und damit der U-Boot-Kapitän auch weiß, wo er hin muss, kriegt er Kommunikationssignale wie geradeaus, rechts oder SOS, sende Hilfe, wir werden sterben, das Blutmonster greift an das Mutterschiff an der Oberfläche. Wenn man genug gesehen hat, drückt man den grünen Knopf, pumpt die Flüssigkeit aus den Behältern raus.
bau dir ein Boot und suche ihn. Bin doch nicht blöd, Alter. Wir bilden jetzt schon Doppelgänger aus von mir. Also wir haben gerade 3 bis 4 Leute da hinten in der Fütterung, die... Und die werden jetzt schon zu Doppelgängern ernährt. Sui! Er setzt die Gefäße somit mit Luft, lässt die Gewichte fallen, wird somit leichter und taucht wieder. Mit der Technologie superreiche direkt per Teleportation 100% sicher zum Wrack der Titanic transportieren kann. Hier eine grobe Zeichnung des U-Boots. Du bist doch ein Nuttensohn, Alter. Hoch. Yippie, hurra! Stockton Rush hat 1 Million gemacht und wir haben die Titanic gesehen. Es sollte wie ein stinknormaler Aufzug funktionieren. Oh, fuck. Von internationalen YouTubern bis zu Leuten, die Dokumentarfilme über die Firma drehten, bis hin zu Titanic-Enthusiasten, die nach dem Tauchgang in Tränen zusammenbrachen, waren alle möglichen Menschen dabei, um nicht nur die Firma weiter zu finanzieren, sondern auch den U-Boot-Tourismus bekannter zu machen. Come join us on our next expedition. Don't miss the opportunity to be part of history. The Ocean Gate Titanic Experience. Denn die da fucking Greenscreen. Explosionen in den Werbespot gedreht, das ist ja mega fresh. Stockton Rush wusste, er sitzt auf einem Monopol. Die Unglücksstätte der Titanic war für ihn eine finanzielle Goldmine. Are you making money on this operation? Nein. Nein. No. So, not yet. Yes, you are a compulsive liar. Und ich muss schon zugeben, dass das Foto vom Macher der Simpsons mit der echten Titanic im Hintergrund wahrscheinlich ziemlich cool auf seiner mit Boomer gefüllten Facebook-Timeline aussehen muss. Das ist halt wirklich... Also, stell dir vor, das ist alles, was du bekommst. Stell dir vor, das ist das Selfie mit der Titanic. Und der schreibt auch einfach nur Hello. Und keiner weiß, was das ist. Also wer soll denn wissen, was das ist? Hallo. Ja, was Hallo? Das könnte entweder ein Wrack sein von irgendeinem x-beliebigen Boot oder aber, wenn ich die Packung Toastbrot ein bisschen zu lange im Brotschrank liegen lasse. I don't have a boyfriend and I don't want it. Stockton Rush überwältigte die... Das erkennt jeder Titanic-Spezialist. Leute mit seiner Leidenschaft zur Titanic. In ihm brennte eine Flamme, die andere davon überzeugte, selber mal bei so einer Reise mitmachen zu wollen. Und so plante man im Juni 23 eine weitere Expedition zur Titanic. Es war für Stockton Rush ein ganz normaler Sonntag. So, it's your big day. It is my big day. How are you feeling? Very excited. Diesmal haben sich 4 andere Passagiere von der Idee begeistern lassen, die Titanic. Anstatt Geld in die Forschung gegen Krebs und so weiter zu stecken, stecken sie es lieber in so einen Schwachsinn. Du hältst immer ein schönes Maul, ey, Firlefanz, ey. Du bist doch gegen Öffentlich-Rechtliches. Du willst doch, dass alles privatisiert wird. Da hast du Privatisierung, du Bastard. Das ist Privatisierung. Überlass Dinge dem privaten, freien Markt und die fahren mit U-Booten zur Titanic und machen Selfies. Heil Kapitalismus. Titanic endlich mal mit ihren eigenen Augen sehen zu können. Der zufällig reichste Mann Pakistans zusammen mit seinem Sohn, welcher vorher bei dem Guinness-Weltrekordverein ankündigte, das ist übrigens auch tatsächlich eine Meta. Zusammen mit seinem Sohn, welcher vorher... Es gibt fucking Leute, die sich professionell mit Backsteinen in die Eier hauen, um sich abzuhärten. Und vor denen habe ich Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mit denen will ich mich nicht anlegen. Mit denen wollte ich nicht kämpfen. Ich kämpfe gerne, aber mit denen will ich nicht kämpfen, wirklich. Mir ein bisschen zu hart. Überleg mal, der haut sich aber. Das ist ohne Scheiß, ne? Legit, Alter. Damit kriegst du mich. Ich habe richtig Bock zu kämpfen, aber wenn du dann so einen Backstein rausholst und dir erstmal in die Eier haust und mich dann anguckst, war ich so, okay, Alter. Nee, du bist halt durch, Alter. Du bist halt komplett verloren, da bin ich raus. Ja, die hauen sich auch mit so Stöcken in die Eier gegenseitig. Im Guinness-Weltrekordverein ankündigte, 4000 Meter weit unten vor der Titanic einen Rubik's Cube lösen zu wollen, um damit einen Weltrekord zu brechen. Und ich wette, bei 3.500 Leuten, die hier zuschauen, ist es sehr realistisch, dass einer der Hate-Watcher aus dem rechtsextremen Spektrum sich denkt, okay, dann werde ich mir jetzt in die Eier hauen, einfach nur um Karl abzuschrecken, damit der Respekt vor mir hat. Und ich will dir an der Stelle sagen, ja, tu es bitte. Mach es bitte, je größer der Backstein, desto besser. Ne? Yes. Mega großen Respekt vor dir dann. Der französische Titanic-Experte und auch Milliardär Paul-Henri Nargeolet und noch ein Milliardär, der Investor und Astronaut. Grüße an den Agitator. Ich habe gesagt, du sollst dir das in die Eier hauen. In welche Eier soll sich das denn der Agitator hauen? Hamish Harding. Wir sind exzentrische reiche Säcke, also gehen wir auf 4000... Ich schwöre, ne, ich bin... Ich bin reich und ich scheiß auf alles.
Ich bin für eine U-Boot-Titanic mit Milliardären. Ich bin gegen dieses ganze biologische Geschlechtergelaber und so, wie ihr alle wisst. Aber beim Agitator ist es echt so, ich glaube, ihm erst, was er holen hat, wenn ich so sehe auf dem Bild. Ne? Oder in real am besten. Bild kann man da auch größt, die Tiefsee am Tiefer. Glaube ich ihm das nicht. 1000 Meter runter und ziehen James Cameron die Hose runter, während er die Titanic erforscht. Ich meine, so eine Reise ist für Superreiche eine verlockende Sache. Der 7. Ferrari ist nach dem 8. Mal fahren auch irgendwie langweilig geworden und der Privatjet hat nicht mehr den gleichen Charme wie früher, also warum nicht einfach mal die Titanic sehen? Meine Freundin hat mir gesagt, ich soll mir mal deinen Stream anschauen, die mag dich. Bis jetzt finde ich sie auch klasse. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, die mag mich nicht, sondern die will, dass du wirst wie ich. Und das wollen viele Frauen, dass ihre Männer werden wie ich. Ne? Es war exakt 4 Uhr morgens auf hoher See, als das U-Boot Titan mit seiner fünfköpfigen, gespannten Crew in die Tiefe zum Wrack der Titanic hinabtauchte. Und genau eine Stunde und 45 Minuten später, Kontaktabbruch. Die Kommunikation vom Mutterschiff zum hinabsinkenden U-Boot wurde gekappt. 5 Passagiere, tausende Meter tief, gefangen in einem U-Boot ohne Kommunikation. Also meine Freundin schüttelt den Kopf und damit weiß ich, dass du komplett alleine zu Hause sitzt. Ne? Damit weiß ich, dass du komplett alleine zu Hause sitzt und jetzt denkst, dass irgendeiner dir abkauft, dass da gerade wirklich eine Frau bei dir sitzt, die bei dem Satz mit dem Kopf schüttelt. Aber du bist ja bei mir. Die Leute, die hier zuschauen, die wissen, dass die Erstrebung zu sein wie die rote Sonne quasi zu einer Grundvoraussetzung gehört, hier überhaupt zuzuschauen. Ne? Da hast du dich gerade selbst gespielt, mein Freund. Kommunikation. Sitzt da zu Hause. Das ist nicht Kopfschütteln, ne? Das ist deine Wichshand, die sich von rechts nach links dreht. Und zur Außenwelt. Bastard. Zusteuern auf ein Wrack eines Schiffes, welches hunderte von Menschen in den Tod gestürzt hat. Und als nach mehreren eingeplanten Pufferstunden die Kommunikation immer noch nicht hergestellt wurde, kontaktierte man schließlich die Küstenwache und die große Suchaktion ging los. Es sollte ein Wahnsinnsabenteuer sein, herausgekommen ist ein Wahnsinnsalbtraum. Und dadurch drang die Nachricht schließlich auch zu den Medien durch. Und was daraufhin geschah, das erfahrt ihr nach der Werbung. Oh, heiliger Finanzguru, nachdem ich mir endlich die App heruntergeladen habe, habe ich jetzt 3 ganze Wünsche frei. Ich wünsche mir einmal, dass Schildkröten sich nur noch auf einem Skateboard fortbewegen können. Dass ich durch die Finanzguru-App großes Reichtum erlange und als drittes wünsche ich mir einen riesigen Cock. Oh, verdammt! Dank der Finanzguru-App weiß ich endlich, dass 63% meines... Ich hab die App, auf Ernst. Ja, ich glaub dir das auch. Ich glaub dir das auch. ...des Monatsgehaltes in Beyblades zu investieren keine gute Idee ist. Dank Finanzguru muss ich jetzt endlich keine Kerze mehr unter meinen Duschkopf halten, damit das Wasser warm wird, weil ich... Weißt du, in der WG wohnen und dann aber die Finanzguru-App haben. ...rausgefunden habe, dass ich 22 verschiedene OnlyFans, Fußaccounts, Abos auf einmal laufen lassen habe. Oh, wie bitte? Man kann Verträge auf einem Schlag alle über die App kündigen? Wow, das ist ja wunderbar! Die App ist bekannt aus Serien wie Höhle der Löwen, Donald Duck, Breaking Bad, Haus des Geldes, Lucky Luke, Hannah Montana, Phineas und Ferb, Fortnite, Minecraft. Wusstet ihr, dass 95% der Spielsüchtigen aufhören, bevor sie einen großen Jackpot gewinnen? Mit Finanzguru Plus kannst du zum Beispiel tiefgehende Analysen darüber, wie sich dein Vermögen entwickelt hat, nutzen. 0 Euro. Wer auch immer da draußen diese Werbung gerade nicht schaut, hört auf, meine fucking Werbung zu skippen. In der App sieht man alle Versicherungen auf einen Blick. Gott sei Dank habe ich mich gegen Kometeneinschläge versichert. Hinterzieht eure Steuern jetzt auf keinen Fall mit der Finanzguru-App, weil da sind alle Ein- und Ausgaben perfekt aufgelistet und das Finanzamt wird ein leichtes Spiel haben und einen Terminator auf euch losschicken. Wow, Jules, das ist mal wieder eine super seriöse Werbung. Das segnen wir genau so ab. Hol dir jetzt die Finanzguru-App und benutze den Code Jules, um Finanzguru Plus für ganze 3 Monate kostenfrei zu benutzen für sehr viele atemberaubende Vorteile. Oh mein Gott, die App ist so gut. Ich ersticke.
Werbung Ende. Die Nachricht vom verschwundenen U-Boot erreichte also Stück für Stück die Medien und so kam langsam ans Licht, auf was für einem unfassbar riesigen Eisberg dieses ganze Projekt eigentlich gebaut wurde. Ocean Gate shouldn't have been doing what it was doing. I think that's pretty clear. Angefangen mit der Konstruktion des Ocean Gate Titan U-Boots kamen Stück für Stück immer mehr Infos und Details an die Oberfläche und so entpuppte sich langsam aber sicher, was für eine absolute Shitshow dieser Mann da ablieferte. If that's your idea of safety, then you're doing it wrong. Okay, wir spulen ein paar Jahre zurück. Nein, nicht zu dem allerersten U-Boot, was jemals gebaut wurde, sondern zu 2017, als Stockton Rush anfing, dieses... Ich schwöre, wenn das mit dem sozialistischen Imperium nicht funktioniert, dann werde ich echt Pirat, ne? Also das so... Dinge, die ich sein will im Leben, ist Pirat sein auf Platz 2. Platz 1 ist großer sozialistischer Führer, aber Platz 2 ist halt direkt Pirat, ne? Piraten sind fucking geil. Bist du nicht seekrank? Ja, ich werde brutal seekrank, aber das kann man sich mit Sicherheit irgendwie abtrainieren oder so. Oder? Schöner Freibeuter-Kommunismus. Prachtstück zu konstruieren. Nun, es kann sein, dass dieser Mann ein wenig geschlampt hat beim Bau von diesem wie ein Wal-Dildo aussehendes Stück von Gefährt. Und jetzt darf er das Ganze auch noch selber ausbaden. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt. I'm a civilian. Also, holt eure Zettel raus, es wird Zeit für eine kleine Physikstunde. Hey, Vsauce, Michael hier. Your submarine is very safe. Or is it? Als Material zum Bau von U-Booten nimmt man eigentlich... In Nordafrika gibt's welche, ich bring dich hin. Ja, Kilo, geh doch schon mal vor. Merst du, wenn du da schon mal zuziehst, dahin. Stahl oder Titanium. I am a... Der sich bei dem Unterwasserdruck dehnen kann und womit baute er sein U-Boot? Kohlenstofffasern. Carbon Fiber. Carbon Flyer. Carbon Fiber. Er meinte, er sei in... Was ist das denn, ey? Novator und erfinderische Menschen wie er müssten Grenzen über... Ist gut, Selner. Jetzt reicht's aber. Ich bin weit über 1,90. Überschreiten. Man würde sich an... Vergleiche mit Martin Selner verbitte ich mir. ...einen erinnern für die Regeln, die man gebrochen hat. You remembered for the rules you break. You know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium. There's a rule you don't do that. Well, I did. Looks pretty strong. I should build a submarine out of this. Tja, brechen ist ein gutes Stichwort, denn das komplette Ding ist aus dem billigsten Material auf dem ganzen Markt gebaut worden. Billige Baurohre als Ballast. Teile wurden von Amazon und Camping World gekauft. Mega geil, ey. Jetzt würde man in den fucking Obi... Der Wichser kriegt eine Statue von mir, ey. Mitten in Karl-Marx-Stadt kriegt der Wichser eine Statue von mir, ey. ...laufen und nach einer Abteilung für U-Boot... Aus diesen Amazon-Röhren baue ich dem eine Statue da hinten. Eine Frage. Bist du dumm, du gottverdammter Hurensohn? Und dann ist unten der Logitech-Controller und den kann man dann so... Den Thumb kann man so hoch und runter machen, macht immer so. Schrauben wurden in die U-Boot-Wände gebohrt. Auf ein Navigationssystem wurde komplett verzichtet, weil das mehr kosten würde und man dann nicht mehr die goldenen 250.000 Dollar Willy Wonka-Tickets anbieten könnte. There's no GPS underwater, so the surface ship is supposed to guide the sub to the shipwreck by sending text messages. Das Mega gute Idee. U-Boot wurde mit einfachen Kabelbindern repariert. Außenteile wurden teilweise mit Kleber zusammengedrückt. Das Glasfenster ist für 1300 Meter geeignet, soll aber bis auf 4000 Meter runtertauchen. Er ist ein Held, ey. Der Mann ist ein Held. Scheiben haben eine Stärke von 9 Zoll. Sollten sie nachlassen, heißt das in 2 Millisekunden Sayonara. Dafür hat unser U-Boot eine Toilette. Ihr wisst schon, Tourismus und so, genauso wie im Flugzeug halt. Oh, fuck. Bei den essentiellen und wichtigen Materialien wurde... gespannt. Eins, wer auch gepisst hätte. Also ja, ohne Scheiß, oder? Das lässt man sich dann... Guck mal, in dem Moment lässt man sich das nicht nehmen. Aber Hauptsache, das U-Boot hat einen 40-Dollar eBay Bluetooth-Speaker, durch den man auf dem Weg zur Titanic coole Songs abspielen kann. It's the final countdown.
Das hier ist die Inneneinrichtung von James Camerons U-Boot. Das ist James Cameron, der tapfere Pionier. Das hier ist ein U-Boot von vor 40 Jahren. Hier noch ein U-Boot und noch eins. Und jetzt guckt euch diese XXL-Ravioli-Dose an. Oh my God. This looks miserable. Holy. Oh Gott, es tut mir so leid, Frankie, ey. Aber da wird sich halt echt über ein paar Tote lustig gemacht gerade, ne? Das Ding ist, das waren Milliardäre, okay? Das waren Milliardäre, die gedacht haben, milliardenschwer, dass das eine gute Idee ist. Die dachten, das ist eine gute Idee. Shit. Eine aufmachbare Luke, durch die man rausklettern kann, braucht er nicht. Sein U-Boot wird erstmal mit Hilfe von Schrauben von außen zugebohrt. Ey, ich bin so stolz, dass hier keiner von euch gerade Victim-Blaming geschrieben hat. Ich bin so stolz auf euch, wirklich. Oh. We're sealed. We're in here. Damit man sich danach in einer Art Vakuumkapsel befindet, um dann später von außen wieder aufgeschraubt zu werden. Ich hoffe, du strahlst noch viele Jahre hier auf Twitch O7. So Gott will nicht. So Gott will, gehen wir in 2-3 Jahren in Regierungsverantwortung. Und das will dann auch die letzte Regierung. Schrott. Aus so einem Haufen Schrott kann man sehr viel machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein U-Boot. Es gibt zwar 7 verschiedene Wege, um wieder nach oben zu kommen, heißt jedoch auch, dass den Passagieren langsam der Sauerstoff ausgehen würde, wenn man sie nicht rechtzeitig findet, um das U-Boot wieder aufzuschrauben. Drake? Was? Wo ist das Türloch? Es ist gleich hier, es ist doch angezeichnet mit einem fetten Stift. Dieses U-Boot wurde unterirdisch schlecht konzipiert. Es läuft mit Wasser voll. Das ist wunderbar zum Untertauchen. 2018 hat ein Mitarbeiter ihn auf die Mängel des U-Boots und zahlreiche Materialfehler hingewiesen und ihn davor gewarnt, mit der sogenannten Todesfalle von U-Boot in die Tiefe abzutauchen. Und was hat Stockton mit dieser Kritik gemacht? Er hat ihn gefeuert, hat ihn verklagt wegen Rufmordes an der Firma und hat daraufhin bekannt gemacht, dass er nur noch junge Leute mit genügend Imaginationskraft anstellen wird und keine, Zitat, 50-jährigen Weißen in seinem Unternehmen haben möchte. Daraufhin hat die Marine Technology Society, das sind sowas wie die U-Boot-Experten Gigachats, einen Sammelbrief an Stockton geschrieben, dass sein U-Boot kompletter Müll ist und er die ganze Industrie gefährden würde. Oh nein, ich habe AirPods drin, ich kann eure Kritik nicht hören, ich tauche jetzt zur Titanic. Blub, 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 blub. Er hat auch als einziger Mensch sein U-Boot nicht von irgendeiner Institution vorher prüfen lassen. Tatsächlich kann laut dem international geltenden Seerecht jeder sein eigenes U-Boot bauen und Fahrten damit anbieten. Und das ohne Zertifizierung. Doch lässt jeder, dem sein Leben wichtig ist, sein U-Boot natürlich trotzdem vorher auf Mängel überprüfen. Es sei denn, man ist der Meinung, dass man der moderne Jimmy Neutron wäre und sowas die Innovation versteifen würde. Naja, genau genommen ist er jetzt bei in der Nähe von der Titanic auf jeden Fall, ne? Teile von ihm sind wahrscheinlich auch in der Nähe von der Titanic, ja. That's where we work with Boeing and NASA. Partikel, nennt man das Partikel? Ich glaube schon. NASA and the University of Washington. We partnered with Aerospace, NASA and Boeing on the design of our hull. Wie bitte? Alle drei Firmen verneinen die Zusammenarbeit? Seine Partnerschaft mit Boeing heißt nur, dass er vor Jahren mal Schrottteile von der Flugzeugfirma für sein U-Boot gekauft hat, welche auch noch über dem Haltbarkeitsdatum für den Einsatz in Flugzeugen lagen und deshalb für einen großen Rabatt an Stockton verkauft wurden? Oh nein! Lügner! Lügner. Und wie steuert man so ein U-Boot eigentlich? Ein Lenkrad? Ein Kontrollboard mit hunderten Knöpfen drauf, wie in wirklich... Ich glaube, der ist vollständig aufgegessen worden. Nee. Von dem war nichts mehr übrig. Ich habe so ein TikTok-Video gesehen, was mit denen passiert ist. Und die sind halt einfach in Partikel zerfetzt, ey. Die sind halt einfach geplatzt, Junge. Da konntest du gar nichts mehr essen. Das konntest du noch nicht mal mehr lecken. Alter, da war auch nichts mehr zu lecken. Das ist einfach nur platzi-platzi gemacht. Allen anderen U-Booten, die es auf dieser Welt gibt... We run the whole thing with this game controller. Come on! Ein kabelloser B-Klasse, 30 Euro Amazon Logitech Controller. Logitech Video Game Controller! Get me out of this summer!
Okay, und um fair zu bleiben. Ey, ich schwöre, die Memes waren so fucking witzig. Controller sind teilweise für große Maschinen tatsächlich der Industriestandard. Einfach, weil die meisten Geräte kaum bis wenige Inputs benötigen. Militärgeräte wie Drohnen und Roboter werden mit Xbox-Controllern gesteuert. Selbes gilt auch für riesige Bohrer- und Baggermaschinen. Der Controller war wahrscheinlich das Bauteil gewesen, was... Aber er sieht ja auch für einen Controller aus wie ein billiger, ne? Also ich muss sagen, wenn da so ein Xbox Elite Controller wäre, würde ich sagen, wow, professionell, ne? Aber der sieht ja sogar für einen Controller billig aus. Also das sieht ja schon für, das ist ja für, das ist so ein Ding, Alter, wenn du irgendwo reinkommst und dich fragt jemand, ey, hast du Bock mitzuzocken und du kriegst so einen Controller in die Hand, sagst du, nee, Alter, doch nicht, ne? Controller war wahrscheinlich das Bauteil gewesen, was am besten entwickelt gewesen sein muss. Doch hielt es Dr. Rush für unnötig, einen Notfallplan zur Steuerung einzubauen. Heißt, sollte besagter Controller mittendrin mal wirklich defekt sein, dann sind sie wahrscheinlich tot. Denn, wie sagte ein weiser Mann... Aber in so ein 30-Euro-Controller geht doch nicht kaputt, ne? Ab einem gewissen Punkt ist Sicherheit reine Zeitverschwendung. At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed. And it's meant for a 16-year-old. And it's meant for a 16-year-old. Alle vier Passagiere unterschrieben vor der Fahrt eine Verzichtserklärung. Jetzt mal. Alle vier. Ey, for fucking real. Really? Sweet. Really? Passagiere unterschrieben vor der Fahrt eine Verzichtserklärung, in der auf das Todesrisiko und den experimentellen Charakter des U-Boots hingewiesen wurde. In dieser Erklärung kommt 8-mal das Wort Tod vor. Could result in physical injury, disability, emotional trauma or death. Where do I sign? Ey, er wurde gewarnt, ne? Er wurde gewarnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde nicht mal für $250.000 in das U-Boot einsteigen. Und wenn ich diesem Mann und seinem U-Boot mein Leben anvertrauen würde, dann möchte ich nicht hören, dass das U-Boot einen experimentellen Charakter besitzt, sondern dass die Teile aus dem seltensten Metall der Erde in den Schmieden von fucking Mordor hergestellt wurden. Die 90 geglückten Fahrten zur Titanic, mit denen vorher geworben wurde, ganze 77 davon wurden vor dem Erreichen des Wrackes, aus meist technischen Gründen, abgebrochen. You just cry a lot and just keep the dream alive. In einer Fahrt haben die Passagiere das U-Boot in einen Stein gerammt. Oh shit. In der Fahrt eines YouTubers hat der Controller nicht richtig funktioniert. I can tell you right now, I feel like I dodged a bullet. In fast jeder Fahrt wurde laut Berichten ein Geräusch gehört, was den Sound einer Pistole glich. Und wisst ihr was? Das war, die U-Boot-Teile, die Kilometer weit unten langsam aber sicher auseinanderrissen und die Materialien vom U-Boot zerbröckelten. Ich schwör, ne, Waffen und so sind echt kacke, aber so, wenn, also so ein paar Szenen mit Waffen, also in so ein paar Situationen machen es Waffen auch einfach cooler. Should have just hired a 50-year-old white guy. Aber Hauptsache, das U-Boot kann in 3000 Metern Tiefe Despacito über die billigen Lautsprecher abspielen. Juhu. Hier, fahren! Oh, fuck. Jede Fahrt, die er bis dahin gemacht hat, war so, als hätte er vorher auf gut Glück ein paar Würfel gewürfelt. Nein, als hätte er bei jeder Fahrt russisch Roulette gespielt. Und das Schlimmste daran, es war ihm bewusst. The only way we were going to be able to help humanity unlock the secrets of the ocean was to get past the regulations. Stockton Rush hat einen zur Titanic tauchenden Sarg gebaut und ihn für Superreiche als eine Tourismusneuheit und Innovation der U-Boot-Industrie verkauft. Okay, legt euch rein. Dass das Ganze nur ein riesiges Stück Schrott ist, wurde den Passagieren mit Familien und Liebenden, die zu Hause auf sie warteten, natürlich nicht kommuniziert. We lost comm. I think that would be a sentence I would never want to hear in my life again. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, dass die Passagiere sich vorher einfach mal informieren hätten können, warum 4000 Meter weit unten. Bruder, jetzt mal bei aller Liebe, jetzt, ich sag's euch ganz ehrlich, aber wenn du in ein verficktes U-Boot einsteigst und dann so einen Logitech-Controller siehst, dann gehst du wieder raus. Das ist doch wirklich, also ist doch, guck mal, ich will, wenn ich jemanden sehe, der mich zum PlayStation-Spielen einlädt und mir als zweiten Spieler diesen Controller gibt, gehe ich wieder. Dann gehe ich doch erst recht, wenn das in einem verfickten U-Boot ist, oder? Vielleicht nicht der sicherste Ort für ein Selfmade-U-Boot ist. Und deswegen gilt hier, wie fast überall, die Regel. As you can see, the more you fuck around, the more you're gonna find out. Der Gedanke.
Sache war einfach zu verlockend. Ein Tourismuskonzept, bei dem man mit einem U-Boot verlässlich die 4000 Meter Marke erreichen kann, das riecht nach Geld. Money, 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 money. Es würde 50% des Planeten eröffnen und das wäre nicht nur ein riesiger Schritt für die Forschung, sondern würde es ihn innerhalb ein paar Jahre zu einer der reichsten Menschen der ganzen Industrie katapultieren. Und als das Internet zusammen mit den gemeinsamen Recherche- und Archivfähigkeiten, auch genannt Reddit und der Twitter-Timeline, genau diese ganzen Infos vor sich ausgebreitet rumliegen sah, war der Schritt, über diese unglaublich skurrile und dumme Situation Memes zu machen, nicht mehr weit gewesen. Meme! Approved! Als dann auch noch rauskam, dass alle Passagiere ausschließlich superreiche Menschen sind, ist eigentlich müsste Logitech eine Kooperation mit Subnautica machen und U-Boot Certified Controller rausbringen. Eigentlich wäre es noch sehr viel witziger, wenn Subnautica einfach dafür sorgen würde, dass der Controller von Logitech nicht geht. Also, dass man, wenn man diesen Controller in Subnautica hat, dass man damit das U-Boot nicht kontrollieren kann. Das wäre noch viel witziger. Wirklich jegliche überbleibende Empathie auf null gefallen. They paid $250,000 for the full Titanic experience and it was delivered to them. Sinking is part of that experience. Ich meine, Milliardäre, die für einen Riesenhaufen Geld in einen Sarg steigen, der von einem billigen Controller gesteuert wird, um sich die Ruhestätte... Legit, Alter? Der Controller hier? ...in einen Sarg steigen, der von einem billigen Der Controller? So ein fucking Fischerpreis-Controller? Respekt. Fischerpreis-Controller würde ich auf jeden Fall einstellen. Die sind safe mega teuer, ey. Die sind safe mega teuer, so ein Fischerpreis-Controller. Controller gesteuert wird, um sich die Ruhestätte von verstorbenen Milliardären anzuschauen und seit Tagen in tausenden Metern Tiefe auf ihre Rettung warten und sehr wahrscheinlich jeden Moment sterben werden? Es ist zu absurd, als dass man da keine Witze drüber machen könnte. Kawasaki! Die legendäre Woche, in der das ganze Internet voll mit Memes über ein verschollenes und langsam der Sauerstoff ausgehendes U-Boot war. Kleiner Insider, zu der Zeit habe ich mich sehr zurückgehalten, habe gesagt, ich finde Witze darüber sehr unangemessen. Es sind immer noch Menschen, die da vermisst werden. Aber im Discord-Alter ging es richtig ab, ey. Ich schwöre, Alter, was da abging, ey, war mega witzig. War fucking mega witzig. Under the water, please help me. Und ich schwöre euch, wenn das nochmal passiert, gibt's auch no holdback, ey. Ihr werdet sie mitbekommen haben, eure Oma hat sie mitbekommen, der einsamste Holzfäller irgendwo in Kanada hat sie mitbekommen, die Fische im Wasser haben sie offensichtlich mitbekommen. Die OceanGate Titan Memes schienen wirklich nahezu perfekt, jeden einzelnen Checkpoint von berühmten Internetereignissen der letzten 20 Jahre zu erfüllen. Die Gruppe von Leuten, die ihre Photoshop-Skills funkeln haben lassen und die Social-Media-Plattform wie verrückt mit Memes versorgten. Ich kann sehr gut mit Druck umgehen, auch ich. Das U-Boot in den Backrooms, das U-Boot in Bikini Bottom, das U-Boot und die Orcas, das U-Boot und das Seemonster. Es waren einfach zu viele, um sie alle aufzählen zu können. Natürlich haben die Simpsons vor Jahren mal eine Folge gehabt, in der ein U-Boot verloren geht und Homer langsam der Sauerstoff ausgeht. Es wäre einfach kein richtiges Internetgeschehenes ohne eine Simpsons-Folge, die das Ganze schon mal perfekt und akkurat vor Ewigkeiten vorhergesagt hat. No! No! Ein TikToker und andere Genies, die in einer komplett anderen Dimension lebten, weil sie in dem U-Boot-Ereignis irgendeine Art von größerer Verschwörung sahen. My conspiracy theory is that they're not actually lost, but this is all for publicity because they're millionaires and billionaires. Is this the only... Das ist ja ohne Scheiß, glaub ihr das? Ich fucking glaub ihr das? For fucking sake, Alter, ich glaub ihr das? The submarine that this company has and uses, do they not have more equipment to go and save these people? If you're homeless, just... Buy a house. Die Rothschild-Oceangate-Theorie. Die Theorie, dass sie ihren Tod aus Steuergründen gefaked haben und jetzt irgendwo in den Stripclubs von Atlantis chillen. They're going away to an island forever. Yeah, they're probably figuring it out. I don't know. It's just get away. Can't believe, yeah. These people had to have been in trouble or something and needed to fake their death. Something ain't right and the government's gonna try to control the media. Du bist dumm. Du redest zu viel.
Es ist alles nur eine große Ablenkung von den wichtigen Dingen in unserem Leben, wie zum Beispiel Tauben oder dem Fakt, dass es wirklich Leute gibt, die Gartenzwerge in ihrem Garten stehen haben. Maybe the news is just trying to hide something big from us. Big Chungus. Big Chungus. Yes. Big Chungus. Was hat das U-Boot bitte mit der flachen Erde, dem Malaysia-Flug 370 oder Joe fucking Biden zu tun? Biden, blast! Die Cosplayer, die sich das Ganze nicht zweimal sagen lassen haben. Und mit einem oder manchmal auch zwei Kostümen ihre kreative Ader zur Schau stellten. Jeder war der Meinung, dass er da unten locker überleben würde oder sich einfach aus der Lage befreien könnte, wenn er wollen würde. Warum steigen die nicht einfach aus dem U-Boot aus? Jeder war der Meinung, dass... Genau, ein Leon-Tweet. Dass er die Passagiere da unten mit Leichtigkeit retten könnte, wenn er nur wollen würde. Here are 8 reasons why I hate the Internet. Jeder war auf einmal U-Boot-Architekt und Experte und wollte seinen kompetenten Senf dazugeben. I am an expert, this submarine sucks. I am an expert too. Expert, expert here. Those are experts. Expert, expert, expert here. The expert, expert. Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach nur dies und das Teil und ein fucking Jetpack dran gebaut hätte. If all 5 passengers are losing air, why don't they just breathe? Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach den Konami-Cheatcode eingegeben hätte. Das U-Boot würde überleben, wenn man Vin Diesel sagen würde, dass sich seine Familie gerade dort unten befindet. I got family. Regel 34 des Internets besagt, dass im Internet über jedes Thema Pornografie existiert. Auch über U-Boote. Auch über dieses U-Boot. How many men had she inside her? I think that's enough Internet for today. You, what the fuck is wrong with you? I nutted. Artworks vom U-Boot. Zahlreiche Filmposter. Comics von Boomern, die viel zu spät in irgendwelchen TV-Magazinen landeten. Spotify-Playlisten mit Songs, die man hören kann, wenn man auf dem Weg zur Titanic ist. Parallelen zu Games, in welchen das U-Boot ab jetzt durch irgendwelche Mods zu spielen ist oder nachgebaut wurde und, naja, in Rekordzeit zur beliebtesten Gaming-Map wurde. 250k is crazy. Lego-Nachbauten von dem Ocean Gate Titan U-Boot mit dazugehörender Titanic im Hintergrund. Warum ist meine Hose kalt und nass? So stirbt Batman nicht! Und ich weiß nicht, was das hier ist. Wahrscheinlich ein Seifenspender oder so. Und der Controller. Oh mein Gott, der Controller. Mom said, it's my turn to pilot the submarine. Stockton Rush hätte einfach einen Guitar Hero Controller mitnehmen sollen, um dann die berüchtigte Highway to Hell Combo spielen zu können, damit das U-Boot wieder hochtauchen kann. Hey Leute, was sagt ihr zu meinem Controller für mein U-Boot, was ich bauen möchte? So bitte, Mr. Krabs, ist wieder ganz wie neu. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Stockton Rush... Falls das Blue Monster kommt, schießt es einfach mit der Nintendo Zapper-Pistole ab. Stockton Rush hat wahrscheinlich schon längst geraged und seine Controller geworfen und hat aus Versehen das Fenster getroffen. Warum funktioniert mein Controller nicht? Ich habe die Anleitung genauso befolgt, wie es dieser schlaue Mann gesagt hat. Wenn man diese ganzen Memes von 4chan, Reddit und Gott weiß woher in einen zeitlich sinnvollen Zusammenhang in Form einer Geschichte erzählen würde und sich zufällig die Mühe machen würde, das Ganze zusammenzusetzen, dann würde diese Geschichte genau so aussehen. 16 Kustikalkus. Alles fing an mit einer Explosion und 6 Passagieren, von denen einer der geheim versteckte Saddam Hussein war. Auf dem Weg zum Wrack begegneten sie einem in Low Quality drehenden Fisch und zahlreiche Katzen im Taucheranzug. Alle waren sich einig, dass Stockton Rush schließlich einen Stickdrift mit seinem Controller hatte und so sind sie in einen naheliegenden Stein geknallt, was ein großes Loch im U-Boot hinterlassen hat. Doch craftete er schnell mit dem
dem Holzwasser mit Bachte zwei Minecraft-Schilder und platzierte sie so, dass das Wasser nicht mehr reinfließen konnte. Fortgeschrittene Physik. Schließlich erreichten sie das Wrack und sahen dort die Urahnengeister der Titanic, mit denen sie dann zusammen einen Fortnite-Chuck-Chuck tranken. Die Titanic-Geister hatten jedoch große Probleme damit, das Konzept von Blockchain und Fortnite zu verstehen, und so machte sich die Crew wieder bereit für die Heimfahrt. Doch leider waren die Batterien des Controllers leer. Und so haben sich Redditor zusammen mit Aquaman auf die Suche nach dem U-Boot gemacht. Doch wurden sie abgefangen von Nautilus aus League of Legends. Ey, wer den Aquaman nennt, der hat aus Leben nicht verstanden. Das ist und wird für immer Karl Drogo bleiben. Ich sag's jetzt einmal und danach auch nie wieder. Der einen Pentakill machen wollte. Und so weichten sie aus und crashten in zwei zufällig direkt nebeneinander. Und Karl Drogo schwimmt nicht. Stehenden Wolkenkratzern aus der naheliegenden Unterwasserstadt Ohio. Gott sei Dank haben sie gerade so überlebt, doch langsam ging der Sauerstoff aus und sie verlierten Stück für Stück schmerzhaft ihre Lebensherzen. Sie haben sich dann noch aus irgendeinem Grund gegenseitig gegessen und ab da sah der letzte Überlebende, Thaddeus Tentakel, nur noch schwarz. Das U-Boot wurde nach zwei Tagen schließlich am Strand angeschwemmt und das Rettungsteam eilte. Hat man da eigentlich jetzt for real irgendwas von gefunden? Oder gehen wir jetzt einfach davon aus, dass die geplatzt sind? Sofort zur Hilfe, um es zu öffnen. Herauskam, ich habe mir das nicht ausgedacht, Leonardo DiCaprio mit Zombie-Make-up und sagte die Worte: Rose, du hast mich getötet. Ja, ihr hört richtig. Das ganze U-Boot-Ding war nämlich nur ein Publicity-Stunt für den kommenden Film Titanic 2, Jack is Back. Titanic 2, Jack's Back. Now the world don't move to the beat of this one drum. Okay, und um wieder zurück zur echten Geschichte zu kommen, es sind mittlerweile 2 Tage vergangen, in denen die Passagiere dort unten feststeckten. Keiner weiß, wo sie sind, sie wissen nicht, wo sie sind, doch plötzlich gab es einen Lichtblick. Canadian surveillance aircraft detected underwater noises in the search area for a second day on Wednesday. Man hat den Controller gefunden. Ey, das erinnert mich an eine Story, die ich letztens im Radio gehört habe. Da ist so ein Auto abgefackelt, ne? Also Verkehrsunfall, dann ist das Auto in Flammen aufgegangen und ist komplett runtergefackelt. Keine Sorge, ist keiner verletzt worden, ne? Also keiner schlimm verletzt worden. Und in diesem Auto, in diesem komplett abgefackelten Autowrack, haben die einen Trinkbecher, so einen Thermobecher gefunden von so einer Firma. Und in diesem Thermobecher war ein Kaltgetränk und der Stanley Cup, das Getränk des, innerhalb des Stanley Cups war immer noch kühl. Und dann wurde er halt überall ausverkauft. Mega gut. Wednesday. Ab dem Sonnenaufgang des 20. Juni hörte man in regelmäßigen Abständen laute und erkennbare Klopfgeräusche, welche auf einen Hilferuf der Passagiere schließen könnten. Ist keiner Fake gewesen, zumindest anders als ein richtiges Feuer. Lass doch einfach mal schöne Geschichten stehen, du Arschloch, ey, wirklich. Ist ja schön, dass du mir ansonsten echt, also du kannst mir ja jeden Tag versauen, aber doch nicht Sonntag. Moment, das geht langsam zu weit. Was habe ich gerade gesagt? Ich rufe die Polizei. Und so wurden noch mehr Suchtrupps ausgesendet. Von der US-Küstenwache bis zu der Navy, der Air Force, der kanadischen Küstenwache oder der nationalen Luftwache waren keine Ressourcen zu schade, um das U-Boot zu finden. Seeaufklärungsflugzeuge, die nach einem eventuell aufgetauchten U-Boot an der Oberfläche suchten. Sonarbojen, die ins Wasser geworfen wurden und die Gewässer nach Objekten abscannten. Natürlich kam man auch auf die Idee, mit anderen U-Booten zu suchen, doch das einzig verfügbare U-Boot zu der Zeit, was ebenfalls in solche Tiefen abtauchen kann, gehört, ob ihr es glaubt oder nicht, dem König von Steam, Gabe Newell. Wait, is that Gabe? Come on, not every dude with a beard. Hi, this is Gabe. An der das U-Boot wahrscheinlich gerade gebraucht hat, um in irgendeiner geheimen Marianengraben-Unterwasserbasis Half-Life 3 zu entwickeln, damit es nicht nochmal ein Jahr vor Release geleakt wird. Douglas hat einen neuen Tweet rausgehauen wegen dem Ungefickt-Ding. Das verarscht mich jetzt komplett, oder? Du verarscht mich. Ey, Rito, kannst du mal überprüfen, ob das stimmt? Wenn ja, dann verarscht es eine komplette Verarsche. Niemals. 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 Fucking niemals. Sui. Aber Hakon hat einen Punkt gemacht, wie viel Aufwand für ein paar Milliardäre gemacht werden versus Flüchtlinge, die mehr... Den Punkt hat Hakon gemacht. Den hat noch keiner vorher gemacht. Da ist er eben gerade drauf gekommen, auf den Punkt. Es ist wahr. Guck Discord. Ist einfach komplett. Content Notification. Sex. Fucking waste. By the way, Leuten zu sagen, du bist doch ungefickt, ist queerfeindlich. Sui. 4. Sui. Warum ist das queerfeindlich? Hört mich anstrengen jetzt. Wahrscheinlich wegen Asexuellen.
Warum hängt denn der ungefickte Pimmelkopf eigentlich den ganzen Tag hier im Stream rum, wenn es dem irgendwo nervt? Lern doch mal jemanden kennen oder so. Wow, jetzt hast du aber alle. Jetzt hast du alle Checkmarks gemacht. Bruder, jetzt hast du alle Checkmarks gemacht. Jetzt tweete ich gleich gegen dich, mein Freundchen. Aber ja, ich würde wahrscheinlich, ey, ich will euch eins sagen. This is not a safe space. Der hat erst letztens gesagt, dass er entbannt werden will, um den Stream zu gucken, aber ich wusste ja nicht, dass er das dann nutzt, um die ganze Zeit darüber zu tweeten, Junge. Und ich finde es übrigens auch sehr ekelhaft von euch, dass ihr sagt, geh doch mal raus. Wisst ihr eigentlich, dass draußen das Laub wütet? We're almost there, Freeman. Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge wurden eingesetzt, die den Ozeanboden nach dem U-Boot absuchten. Karl, ich muss schlafen gehen. Guck endlich das Kackvideo zu Ende. Ey, wenigstens mal einer, der was Vernünftiges schreibt hier. Ist gemacht, wird gemacht. Victor 6000 zum Einsatz kommen. Wer ist Victor 6000? Unglaublich viele Schiffe, die sich in alle möglichen Richtungen aufteilten, alle auf der Suche nach einem nicht ortbaren und nicht identifizierbaren Klopfgeräusch. Natürlich kam das überselbstbewusste Internet auch mit eigenen Ideen an, um irgendwie das U-Boot zu retten. Man soll den kompletten Ozean einfach aussaugen lassen. Das U-Boot konnte durch das geniale Internet gerettet werden. Das Gesetz der Anziehung. Milliardäre, ein 12-jähriges Mädchen, es taucht wieder hoch. Natürlich war das ein Post von 4chan. Also ist mit Banging Noises wirklich Fickgeräusche gemeint gewesen, um sich gegenseitig warm zu halten? Ja, der pakistanische Milliardär wärmt seinen Sohn herzerwärmend, indem er ihn brutal und trocken in den Arsch fickt. Die anderen sitzen drumrum und stoppen rasch, hält den Kontrolle und macht Autogeräusche. Eine Theorie war auch, dass die Killer-Orcas hinter dem Ganzen steckten, welche schon Monate zu... Killer-Orcas sind halt fucking linksradikal, ne? Ich schwöre, ich habe noch keinen gesehen, der nicht raucht. Vor mehrmals die Herzen des Internets eroberten, weil sie zahlreiche Fischerboote angegriffen hatten. Killer whales are not our friends. Stop rooting for the orcas ramming boats. Nice try, boat. Gleichzeitig gab es auch noch einen kleinen Zwischenskandal, weil der Stiefsohn von einem der vier Milliardäre, die an Bord waren, nicht gerade sensibel auf das Verschwinden seines Stiefvaters reagiert hat. Milliardär kämpft ums Überleben. Sein Stiefsohn flirtet mit OnlyFans-Model. Milliardärs Stiefsohn geht lieber zum Rockkonzert. Oh, what is he supposed to do? Be sad? Ja, aber es ist Blink 182, ne? Also es ist halt nicht nur irgendein Rockkonzert, es ist halt Blink 182. Wer weiß, wie lange, ey, wie weiß, wie viele Gelegenheiten man da noch hat für. At the house, is he supposed to go look for himself? Yes. You're supposed to be at the house, sad. The goat. Als nach vier Tagen immer noch nichts gefunden wurde, waren es nur noch Stunden, bis dem U-Boot der Sauerstoff ausging und... Brudi, welche Ziege? Wegen Gott. So wurde das Suchgebiet verdoppelt. Sonarschleppbojen. Es wurden Hightech-Suchgeräte eingeflogen, die auf den ersten Blick an irgendwelche Raumschiffe aus Star Wars erinnern. Die Medien und das Internet waren derweil damit beschäftigt, Timer für den Sauerstoff einzustellen und sich von den gefühlt 20 gleichen U-Boot-Witzen zu langweilen, so sehr, dass Leute in den Kommentarspalten anfingen zu zählen, wie viele Memes sie darüber heute schon auf ihrer Timeline hatten. Leave me alone! Akira! Okay, wir haben es verstanden. Ah! Würde ich Racklas. Ihnen stand das Wasser bis zum Hals. Die Leute, die darüber Witze machen, sind ja so tief gesunken. Stockton Rush kann nicht mit Druck umgehen, doch bitte lasst mich jetzt wieder normale Memes angucken. Und so vergingen die letzten Stunden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem Man muss ab und an mal einen Jumpscare machen. Jumpscares sind wichtig, die erregen... U-Boot mit 5 Milliardären irgendwo auf dem Weg zum Wrack der Titanic feststeckte und mitten in der Dunkelheit der Tiefsee Stück für Stück an Sauerstoff verlor.
Ich habe übrigens gerade geguckt, weil Isa ist da, ich glaube, die ist auf Mäusejagd. Ist da wieder eine Maus? Da ist wieder eine Maus. Ich glaube, sie ist auf Mäusejagd. Ne? Und ich sag euch, ne, als Veganer Mäuse jagen ist halt wirklich abgefuckt, weil die süßen Viecher ja irgendwie ungeschadet gefangen werden müssen. Ne? Lass sie in Ruhe. Ja, ich bin auch immer lass sie in Ruhe. Isa ist so ein richtiges Todesfallen, so ein richtiger Todesfallen-Fan. Ne? Machen das die Hunde nicht? Nein, meine Hunde sind vegan. Süßmäuse gegen rechts. Gott, Alter, bitte. Bitte, ey, das kannst du nicht bringen ohne eine fucking CN. Da brauch ich eine Content Notification. Bei den fucking Antifa-Logos, ich bin so kurz davor, linke Markenrechte zu schützen. Wirklich. So kurz davor. Ich bin so kurz davor. Willkommen auf der Titanic. Nach exakt 111 Jahren nahm die RMS Titanic 5 weitere Menschen mit in ihr Grab. Keiner der 5 Passagiere hat überlebt. Nun, die Story so vor sich ausgelegt, klingt an sich ziemlich glaubwürdig, doch entspricht sie nicht ganz der Wahrheit. Da die Medien gefühlt im Sekundentakt neue Artikel darüber veröffentlichten, was denn jetzt mit dem U-Boot passiert sei und somit einige Falschinfos wie angeblich geleakte Kommunikationstranskripte oder oh mein Gott, sie haben den Controller gefunden, im Umlauf waren, wäre es vielleicht mal an der Zeit, ein bisschen aufzuräumen und sich anzugucken, was genau passiert ist. Das U-Boot verlor nach 2 Stunden den Kontakt zum Mutterschiff. Die Leute in der Kommandozentrale warteten ganze 8 Stunden, bis man das vermisste U-Boot meldete. Warum so lange? Nun, es rückt die Firma nicht in das beste Licht, wenn man einen vermissten Fall melden muss. Für Investoren und zukünftige Passagiere eine dicke, rote Flagge. Man hatte wohl sehr lange gehofft, dass es nur eine kurzzeitige Unterbrechung war und für den guten Ruf gingen sie über Leichen. Nach mehreren Tagen der angebliche Sauerstoff ausging und die Suchaktion vorbei war, berichtete die US Navy auf einmal, dass man zufälligerweise ein Geräusch, was einer Implosion glich, bereits 2 Stunden nach dem Abtauchen aufgenommen hatte, aber sich nicht sicher war, woher das Geräusch kommen würde und die Leute trotzdem tagelang suchen lassen hat. Was übrigens auch damit zu tun hat, dass sie nicht verraten wollten, welches streng geheime Militärtechnologiesystem das Geräusch so schnell aufnehmen konnte. Heißt also, das U-Boot ist implodiert. Woher man das weiß? Nun, das hier war der Kameramann und hat somit als einziger überlebt. Ganz simpel. Es wurden nach ein paar Tagen Wrackteile des U-Boots durch einen Suchroboter gefunden und spätestens dann war klar, was passiert war. Shortly after arriving on the seafloor, we discovered the debris of the Titan submersible. Sadly, a rescue turned into a recovery. Meine Frage ist jetzt, ob die Hinterbliebenen das bei Amazon wieder zurückschicken konnten. Also ob Amazon da noch Refund bittet für die ganzen Teile. Oder ob das halt raus, ob das weg ist, das Geld. To apologize, we're still demobilizing. Bei meiner Erfahrung nach ist Amazon da echt sehr kulant. Ne, bei sowas. A lot of emotions. People are tired. Die 5 Passagiere tauchten am frühen Sonntagmorgen hinab. Das Material hat, nachdem es schon über mehrere Monate hinweg beschädigt wurde, den extrem starken Außendruck nicht mehr standgehalten. 7. Klasse Physik, Außendruck stärker als der Innendruck und das U-Boot ist implodiert. Okay, und was genau heißt implodiert? It is explosion. Just backwards. Viele Leute hatten anscheinend ziemliche Probleme mit dem Begriff, denn einige Internetnutzer hatten sehr interessante Vorstellungen davon, was passiert, wenn der Druck von 380 Bar oder die Last von 100 fucking Elefanten auf einen stößt. I'm doing this with my mind. In case you were wondering, this is all. Kommt da immer nicht drauf. Ey, Homie, ist doch auch. Guck mal, es ist doch kein Problem. So, jeder ist bei der roten Sonne willkommen. Und ich bin da auch sehr gewillt, einfach eine Aussprache zu machen. Und dass der uns auch wieder. Also, ich weiß nicht, ob ich mir. Aber dass er auch wieder einfach hier zugucken kann und Spaß haben kann. Ist doch alles in Ordnung. Ne? Oder er guckt halt nicht, ist auch in Ordnung. Aber dieses die ganze Zeit rumtweeten ist doch langweilig, oder? Oder? Und mal ganz ehrlich, Aufklärung für 2 Likes im Monat. All telekinesis.
Nein, so sah das nicht aus. So auf keinen Fall. Das hier ist... Wurde die Luft durch die plötzliche Kompression nicht sogar so heiß wie die Sonne, habe ich mal gelesen. Was weiß ich, Alter, aber die sind halt mausetot. Das ging halt super schnell, so was ich gehört habe. Ist nett animiert, aber auch falsch. Diese Bildanimation verdeutlicht den dramatischen Moment, als die Hülle des Minitauchbootes auf dem Weg zur Titanic implodiert. Wow, schöne Animation für 2003. Hier ist ein Metalltank, der implodiert. Okay, das sieht schmerzhaft aus, ist aber nicht mal ansatzweise so stark wie der Druck, der an 3000 Metern Tiefe herrscht. Vor allem ist das auch nicht schmerzhaft, ne? Das geht. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt da drin und die Kraft ist ca. 400 mal so schnell und so stark. Und jetzt schaut euch an, wie ein Körper, der durch gerade mal 90 Meter unter Wasserdruck komprimiert wird, darauf reagiert. What the fuck? Nicht vergessen, das U-Boot implodierte tausende Meter tief. Tot. 20 Millisekunden. Der Körper wird pulverisiert, bevor das Nervensystem überhaupt wahrnehmen konnte, was passiert war. Was übrig bleibt, ist eine Suppe aus Menschenteilen und große Überreste des U-Bootes, welche danach noch mühevoll geborgen werden konnten. Debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. Die Implosion war so stark, dass die Passagiere von einem auf den anderen Moment einfach aufhörten zu existieren. Was ist das Rote, was da austritt? Konfetti. Could have helped them instead of just recording. Deutsche Arbeitgeber fragen, ob man morgen trotzdem zur Arbeit kommen kann. Fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehne hat. Ich sag immer, woran die Lehne hat, fragt sich immer. Doch, Moment mal, wenn die Ocean Gate Titan nach 2 Stunden implodiert ist, was war dann das Klopfgeräusch am 3. Tag? Sendet mehr Menschen. Die am weitesten verbreitetsten Theorien sind, dass es Geräusche vom Wrack der Titanic waren oder dass Tiere in tausenden Metern Tiefe diese Geräusche produziert haben. It was whales having sex. Doch, sind wir mal ehrlich, wir wissen alle ganz genau, welches Ungeheuer hinter diesem Sound gesteckt hat. Nosferatu. Danach wurde Ocean Gate als Firma geschlossen. Die Spuren der Tragödie wurden versucht zu verwischen und der YouTube-Kanal wurde runtergenommen. They couldn't handle the pressure, it seems. Die Tiefseeindustrie und alles, was auch nur ansatzweise mit U-Booten zu tun hat, ist danach so gut wie ausgestorben. Einfach, weil jetzt keiner mehr freiwillig in ein U-Boot steigen möchte. Was wiederum auch heißt, dass wir die Tiefen des Ozeanes für die nächsten 50 Jahre erstmal nicht genauer betrachten werden können. Habe ich kein Problem mit. Der Mitbegründer von Ocean Gate kam dann auf die geniale Idee, sich anstatt dem Meeresboden dem Venus zu widmen. Did you know? The only reason we are unable to live on Venus is because we would fucking die. Ich meine, U-Boote bauen kann er, also so halb. Raketen werden da ja nicht so weit entfernt sein. Er sagt, Innovation muss Barrieren durchbrechen. Barrieren durchbrechen? Das kennen wir doch irgendwoher. Und hier musste ich wirklich 20 Artikel darüber lesen, um sicherzugehen, dass der Typ das wirklich ernst meint. Don't worry, his rocket is safe. He made it out of oiled paper this time and uses the SpongeBob controller for steering it. Die ganze Sache hatte außerdem ein paar lustige Side-Effects. My Heart Will Go On landete auf einmal wieder in den Billboard Top 100, nachdem Leute anfingen, durch den U-Boot-Inzident den Song wieder zu streamen. Boy. Mathe- und Physiklehrer haben jetzt ein weiteres Szenario, was sie in ihre Aufgaben einbauen können, welches nicht einen Mann beinhaltet, der 5000 Bananen kaufen möchte. Kuss. Logitech erhöhte den Preis für den Controller nach der Tragödie, einfach weil Angebot und Nachfrage. The famous Logitech controller that was used on the Heilkapitalismus.
Sub is now a bestseller on Amazon. Und das Produkt hat auf einmal einige interessante Reviews dazu bekommen. This makes me so angry. I can only go down with this controller. Up button doesn't work. It makes me so angry. I'm about to implode. Und auch das Spiel Iron Lung, in dem es um ein klaustrophobisches U-Boot geht, kriegte auf einmal überraschend viel Liebe vom Internet ab. Input funny rich men dying in a sub joke here for the 1 millionth time. Firmen wie Subway mit ihrem Werbeschild, Mediamarkt mit einem Controller. Das ist das, was ich auch gesehen habe. Es ist halt fucking gut gewesen, ey. Mein lieber Scholli, ey. Mein lieber Scholli. Angebot und zahlreiche andere waren sich alle nicht zu schade, die ganze Sache irgendwie zu vermarkten oder darüber Witze zu machen. Das ist schon echt gottlos, ey. Machen und werden genauso wie die meisten auch deswegen wohl in der Hölle landen. What's this, you fucking piece of shit? What the fuck is this? Wow, danke Pornhub, dass sie mir zeigt, dass das U-Boot 15.000 Cocks tief implodiert. Sony und Honda stellten außerdem vor kurzem ein E-Auto vor, welches sich mit einem Controller steuern lässt. Und sofern die Leute damit nicht fahren, wie bei GTA 5 oder das Ding mitten auf der Autobahn implodiert, steht einem zukünftigen Release nichts mehr im Weg. Nein, TikTok, dieser YouTuber hat nicht die Teile des U-Boots am Strand gefunden. Nein, die Logitech-Aktie ist nicht dadurch gecrashed, was jedoch sehr lustig wäre. Und nein, man hat keine Five Nights at Freddy's Sounds über die Unterwassermikrofone aufnehmen können. Guys, is this Freddy Fazbear? Viele Medien redeten auch darüber, dass man doch noch Teile der Körper bergen könnte. Doch möchte ich hier auch nochmal erwähnen, dass alle U-Boot-Insassen gefucking Thanos-snapped wurden und wahrscheinlich nur noch Flüssigkeit von ihnen übrig blieb. Nun gibt es Gerechtigkeit für die Familien der vier Passagiere, die Stockton Rush umgebracht hat? Wahrscheinlich nicht. Denn wie will man bitte ein Gerichtsverfahren gewinnen, wenn man vorher eine Verzichtserklärung mit 8-mal dem Wort Tod unterschrieben hat? Außerdem steht Stockton Rush ab sofort auf der Wikipedia-Liste für Leute, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Da steht übrigens auch der russische Ingenieur Valerian Abakowski, der auf die glänzende Idee kam, ein Propellerflugzeug mit einem Zug zu kreuzen und den Aerowaggon baute. Nun, starker Wind, 114 km/h Geschwindigkeit, der Wagen entgleiste und... Für die Wissenschaft! Ich dachte mir, ich kann dieses Video nicht beenden, ohne euch das mitgeteilt zu haben. Nun, was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte? Dass dumme Menschen mit viel Geld gefährlich sind, wussten wir schon. Dass man die Natur nicht unterschätzen sollte, das wussten wir auch schon. Also, was nehmen wir mit aus einem tragischen Szenario, das so gut wie niemandem auf dieser Welt jemals passiert wäre? Witziges Video, muss ich sagen. Ich hatte meinen Spaß, aber ruht in Frieden an die sinnlos davongekommenen, umgekommenen Leben.